Die Deutsche Eisenbahn gibt es nun seit 175 Jahren. Begonnen hat alles am 7. Dezember 1835 mit der legendären Fahrt der Adler von Nürnberg nach Fürth. Ursprünglich konzipiert als leistungsstarkes Gerät für die Beförderung von Gütern, findet man die Vorläufer der Deutschen Eisenbahn vorwiegend im Bergbau. Doch schnell erkannte man, welche Möglichkeiten die Eisenbahn bot. Noch nie konnte man so schnell und so bequem reisen. Die Idee Eisenbahn setzte sich gegen alle Widerstände durch, vor allem von Seiten der Fuhrwerkbetreiber. Innerhalb weniger Jahre wurden Eisenbahnnetze gebaut und in Betrieb genommen. Neben dem Transport von Gütern wurde die Personenbeförderung eine immer wichtigere Aufgabe der Eisenbahn. Doch allerdings hatte die Ärzteschaft große Bedenken. Aufgrund der hohen Reisegeschwindigkeit von ca. 50 Stundenkilometern befürchtete man gesundheitliche Schäden für die Fahrgäste. Was würden diese Ärzte zum heutigen ICE sagen? Doch blicken wir erst einmal zurück auf die Geschichte der Eisenbahn. Als erste Eisenbahnlinie der Welt wurde am 27. September 1825 in England die Strecke von Darlington nach Stockton eröffnet. Gezogen wurde der Zug von der Dampflok Locomotion, die George Stephenson entworfen und gebaut hatte. Ohne die Erfindung der Dampfmaschine jedoch wäre es nie dazu gekommen. Rund 100 Jahre zuvor wurde erstmals eine Maschine erfunden, die den beim Erhitzen von Wasser entstehenden Dampf zum Antrieb einer Pumpe nutzte. Viele Jahre noch vergingen, bis man die Drehbewegung eines mit Dampfkraft angetriebenen Rades vielfach nutzte. Schließlich jedoch stellte man die Dampfmaschine auf Räder und ließ sie sich selbst antreiben. Nachdem die Dampflokomotive erst einmal erfunden war, wurden überall Schienen verlegt und Brücken gebaut. Die erste Eisenbahnlinie bekam auch die erste Eisenbahnbrücke. Auf solchen Plakaten wurde für die Eisenbahn geworben. Damals war es ein großes Ereignis, wenn man auf dem Zug mitfahren konnte. Und die meisten Leute standen nur dabei und schauten zu. Aber auch das war schon ein echtes Erlebnis. Dieses Bild zeigt die 1830 in Betrieb genommene Eisenbahnverbindung von Liverpool nach Manchester. Sie gilt als Musterstrecke für Bahnen in aller Welt, weil hier zum ersten Mal ein richtiges Verkehrsnetz der Bahn geschaffen wurde. Es gab zwei Gleisstrecken, Personen- und Güterwagen fuhren und das Ganze wurde von einer Bahngesellschaft betrieben. Die ersten Eisenbahntunnel wurden gebaut und die Bahnen begannen, die alten Transportmittel wie Post- oder Privatkutsche, Fuhrmannswagen oder Kanalschiff zu verdrängen. Ob es um Transportwege für Kohle ging, wie auf dieser Karte eingezeichnet, oder ganz gewöhnliche Handelsware. In der Bahn sahen viele Transporteure, wie zum Beispiel die Kutscher, eine ernste Konkurrenz. Immerhin war die Bahn schneller, sicherer und zuverlässiger. In Deutschland wurde in jener Zeit darüber nachgedacht, zwischen Nürnberg und Fürth eine Pferdegüterstrecke einzurichten. Und genau zu dieser Zeit erfuhren die Verantwortlichen von den Erfolgen der Liverpool- und Manchesterbahn. So entschied man sich ebenfalls für eine Eisenbahnverbindung und am 7. Dezember 1835 wurde die erste deutsche Eisenbahnlinie eröffnet. Die Lokomotive war eine von Stephenson gebaute Adler. Die Eisenbahn war auch in Deutschland ein Riesenerfolg. Nachdem die Strecke Nürnberg-Fürth gefeiert wurde, begann man sich überall für die Errichtung einer Eisenbahnlinie zu interessieren. Zunächst wurden nur verhältnismäßig kurze Strecken geplant, die benachbarte Handelsstädte miteinander verbinden sollten. Zwischen 1840 und 1880 wurden allein in Deutschland rund 33.000 Kilometer Schienen verlegt, mit Bahnhöfen und Bauwerken. Viele Menschen bekamen neue Arbeitsplätze und die Ingenieure planten immer neue Verbesserungen an Wagen und Strecke. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Städte der großen Ballungsräume Deutschlands durch Eisenbahnlinien miteinander verbunden. So zum Beispiel im Ruhrgebiet von Düsseldorf bis Elberfeld und Köln mit Aachen. Im Rhein-Main-Neckar-Gebiet Frankfurt mit Wiesbaden und Mannheim mit Heidelberg. Und von Berlin aus ging es schon über Leipzig nach Dresden.
Während die ersten Bahnhöfe noch gar kein Dach hatten und hölzerne Podeste zu den Türen hinaufragten, begann man sehr bald schon damit, große und prunkvolle Gebäude zu bauen, die die Fahrgäste nach langer Fahrt empfingen. An den Strecken standen die Menschen und bestaunten die riesigen Lokomotiven und die zahlreichen bunten Wagen. Die ersten deutschen Bahnen waren Privatbahnen, die sich durch den Fahrtpreis selbst finanzieren mussten. Doch nach und nach gab es auch immer mehr Staatsbahnen. Dieser Fahrplan zeigt Abfahrtszeiten und Preise der Strecke von Leipzig nach Dresden. Seit der Verbreitung der Eisenbahn nahm die Nutzung dieses Verkehrsmittels sprunghaft zu, wie diese Grafiken zeigen. Herkömmliche Transportmittel, wie die Kutsche zum Beispiel, gerieten schon bald fast völlig in Vergessenheit. Vor allem war eine Reise mit der Bahn sehr viel billiger und bequemer. Und auch der Transport von Waren wurde günstiger, sicherer und schneller. Das war eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Wachstum der Wirtschaft, das nun einsetzte. Der Güterverkehr nahm zu und Lagerhäuser wurden gebaut. Viele Menschen fanden Arbeit bei der Bahn. 1880 waren es schon rund 300.000 Leute. Man nutzte die Bahn aber nicht nur für Geschäfte. Mit Vergnügungszügen fuhren zum Beispiel die Leute aus der Stadt am Wochenende hinaus aufs Land. Man begann mit der Bahn zu reisen. Der Bahnhof wurde immer wichtiger für eine Stadt. Wie hier in Aachen um 1860 wurden die Bahnhöfe zum Zentrum des Lebens. Alles wurde viel lebendiger, schneller und auch hektischer. Die Industrie erlebte eine Blütezeit. Und vergleicht man diese beiden Bilder von Ludwigshafen vor und nach der Eisenbahnentwicklung, dann sieht man sehr gut, wie schnell sich Industriegebiete vergrößerten. Das Streckennetz der Reichsbahnkarten gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zeigen, wie eng jetzt nicht nur die großen Städte und Orte miteinander verbunden waren. Mit der Eisenbahn konnte man bequem schon von sehr vielen Orten in andere Städte gelangen. Schon sehr früh begannen die Bahnen damit, die Post zu befördern. Außerdem liefen Telegrafenleitungen entlang der Schienenstränge. Für die Eisenbahnunternehmen ist der Personenverkehr nicht so rentabel wie der Gütertransport. Daher war man von Anfang an in diesem Bereich sehr aktiv. Spezielle Waggons wurden gebaut und selbst welche, die man auf Anhänger stellen und mit dem Auto weiter transportieren konnte. Ab 1871 wurden die Bahnen verstaatlicht und es entstanden die Länderbahnen. Otto von Bismarck wollte eine Staatsbahn haben, um einheitliche Liniennetze zu schaffen, andererseits um die Eisenbahn fürs Militär nutzbar zu machen. Denn der Nutzen der Eisenbahn war für das Militär unschätzbar. Es sollte noch einige Jahre dauern, bis 1919 die Deutsche Reichsbahn gegründet wurde.
Diese Karte des Eisenbahnstreckennetzes von 1849 zeigt die noch recht bruchstückhafte Vernetzung der verschiedenen Eisenbahnlinien in Deutschland. Beginnend mit den ersten Schienenkilometern des Jahres 1835 entwickelte sich dann relativ schnell in wenigen Jahrzehnten ein komplettes, das gesamte deutsche Territorium umfassendes Schienennetz. Visionäre Ökonomen wie Friedrich List erkannten bereits früh die Bedeutung des Schienenverkehrs, vor allem zur Beseitigung der deutschen Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts. Der grenzüberschreitende Verkehr und die damit verbundene Zollerleichterung sollten auf wirtschaftlichem Wege zu einer Einigung aller deutschen Fürsten und Königshäuser führen. Entscheidend war, Eisenbahnen über einen lokalen Bereich hinauszubauen. Die erste Fernverkehrsstrecke verband 1839 die beiden sächsischen Städte Leipzig und Dresden miteinander. Das Streckenprofil erforderte bereits einige Brücken und Tunnels, die das Können der damaligen Ingenieure herausforderte. So konnte nach nur 3 Jahren Bauzeit die Strecke im Jahre 1839 ihrer Bestimmung übergeben werden. Auch die Fürstenhäuser in den deutschen Ländern erkannten immer mehr die Bedeutung des Eisenbahnwesens und brachten sich nun stärker bei der Finanzierung der Projekte mit ein. Und die wurden im Laufe der Zeit immer kostspieliger und überstiegen zudem die Möglichkeiten der privaten Investoren. Es war die große Zeit der Aktiengesellschaften, denn nur durch die Gründung einer solchen Gesellschaft konnte man ausreichend Kapital zusammenbekommen, um solch gewaltige Bauvorhaben erfolgreich in die Tat umzusetzen. So waren bis 1860 schon mehr als 11.000 Kilometer Schienen auf deutschem Boden verlegt und 10 Jahre später bereits fast 20.000 Kilometer. König Friedrich Wilhelm III. Betrachtete die Eisenbahn eher skeptisch und soll anlässlich der Eröffnung der privaten Berlin-Potsdamer Eisenbahn 1838 gesagt haben, er könne sich keine große Seligkeit davon versprechen, ein paar Stunden früher von Berlin in Potsdam zu sein. König Friedrich Wilhelm IV., der 1840 den Thron bestiegen hatte, wollte seine Macht ebenso wenig wie der Vater mit einer Ständeversammlung teilen und ließ erst nach langem Zögern die Bildung des Vereinigten Landtags der Abgeordneten zu. Er gab ihm jedoch kaum Befugnisse. Die Folge war, dass das zur Abstimmung gestellte Vorhaben der Kreditaufnahme zum Eisenbahnbau abgelehnt wurde. Die revolutionären Ereignisse des Jahres 1848 und die Berufung des Bankiers August von der Heydt zum preußischen Handelsminister brachten Bewegung in die Sache Eisenbahn. Im August 1849 legte von der Heydt einen Gesetzesentwurf über den Bau der Ostbahn vor, der am 7. Dezember 1849 verabschiedet wurde. Zuvor war schon die königliche Direktion der Ostbahn in Bromberg eingesetzt worden. Von der Heydt veranlasste anschließend die Wiederaufnahme des Ostbahnbaus.
Der preußische Ministerpräsident Bismarck, der in Personalunion auch deutscher Reichskanzler war, strebte generell die Schaffung einer deutschen Reichseisenbahn an. Er erkannte früh auch die militärische Bedeutung dieses Verkehrsmittels und setzte alles daran, es umfassend und zuverlässig auszubauen. Mit der Machtergreifung der Nazis gewann auch die Eisenbahn zunehmend an Bedeutung. Es wundert nicht, dass zur 100-Jahr-Feier im Jahre 1935 entsprechender Aufwand betrieben wurde. 2 Tage dauerten die Veranstaltungen. In Nürnberg gab es eine große Fahrzeugparade und es wurde ein voll funktionsfähiger Nachbau des Adlerzuges präsentiert. Hier ein Ausschnitt aus der Dokumentation 100 Jahre Eisenbahn. Mit Stolz und Dankbarkeit können die deutschen Eisenbahnverwaltungen und die deutschen Eisenbahner auf die Tage des Jahres 1935 zurückblicken, die der Erinnerung an den 7. Dezember 1835 galten, an dem die Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth als erste deutsche Eisenbahn ihren Betrieb aufnahm. Den Auftakt bildete am 14. Juli die Eröffnung der Jubiläumsausstellung 100 Jahre deutsche Eisenbahnen in Nürnberg. Groß war die Zahl der Ehrengäste, der Vertreter von Partei und Staat, der in- und ausländischen Presse und der Eisenbahner, an die der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn, Dr. Dorfmüller, Worte der Begrüßung richtete. Herr Minister, Herr Ministerpräsident, Herr Gauleiter, Herr Oberbürgermeister, deutsche Volksgenossen, es war an einem rauen Dezembermorgen des Jahres 1835, als zum ersten Mal eine aus dem Ausland bezogene Lokomotive ihren Dienst tat. Von all denen, die dieser Feier beiwohnte, hat wahrscheinlich niemand die Kühnheit gehabt zu glauben, dass aus dieser einen Lokomotive einmal 25.000 werden würde. Leider hat Unverstand die alte Lokomotive verschrotten lassen. Aber wir haben Bilder und Zeichnungen genügend gehabt, um sie wieder erstehen zu lassen. Allerdings, aus den 40 Pferdekräften, die sie in sich verkörperte, aus der Maximalgeschwindigkeit von 30 bis 40 Kilometern in der Stunde und aus der Streckenlänge von 6 Kilometern, sind Maße geworden, die die kühnsten Hoffnungen von damals überschreiten haben. Sie sehen neben dieser alten Lokomotive die modernsten Typen, 3000 Pferdekräfte in sich vereinend und eine Geschwindigkeit von 175 Kilometern in der Stunde. Das ist das Ergebnis der langen Zeit der Entwicklung, die wir Ihnen heute hier vorführen können. Sie ist ein Produkt der Zusammenarbeit von ungezählten deutschen Volksgenossen, Männern der Faust und des Hirns und soll dazu dienen, Deutschlands Namen auch in das Ausland zu tragen. Denn letzten Endes ist diese Gesamtausstellung doch nichts anderes als ein Stück von Deutschland selbst. Heil Hitler! Heil. Nach ihm sprach der Reichs- und preußische Verkehrsminister Freiherr von Elst-Rübener. Deutsche Männer und Frauen, es war ein glücklicher Gedanke der Deutschen Reichsbahngesellschaft, im Jubiläumsjahr der Deutschen Eisenbahnen in Nürnberg eine Ausstellung zu veranstalten, die zeigen soll, welche Entwicklung unsere Eisenbahnen in den 100 Jahren ihres Bestehens genommen haben und auf welchem hohen Stand sie sich gegenwärtig befinden. Die Ausstellung soll ein Bild davon geben, was in Deutschland auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens geleistet worden ist. Was die Eisenbahn leistet, das setzt sich zusammen aus unzähligen Einzelleistungen aller derer, die sich mit der Faust
oder mit der Stirn in ihren Dienst gestellt haben. Uns allen aber soll die Ausstellung ein Ansporn sein, weiterzuarbeiten und alle Kräfte anzuspannen für nützliche Arbeit zum Wohle unseres geeinigten Vaterlandes. Das wollen wir dem Führer und Kanzler unseres Volkes und Vaterlandes geloben, indem wir seiner gedenken mit einem dreifachen Sieg heil. Unser Führer Adolf Hitler, Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Es ist unmöglich, die Fülle des auf der Ausstellung Gebotenen im Bilde wiederzugeben. An einem eindrucksvollen Modell wird die Zusammenarbeit zwischen Reichsbahn und Kraftwagen erklärt. Aus der großen Zahl von Fahrzeugen aller Art seien hervorgehoben der Aussichtswagen mit Seitenwänden und Dachansatz aus Sicherheitsglas, die Borsig-Stromlinienlokomotive aus der Reihe 05, der Henschel-Wegmann-Stromliniendampfzug, der zweiteilige Wechselstrom-Schnelltriebwagen. Dieser Wagen führt nur die zweite Klasse. Er zeichnet sich durch hervorragende Innenausstattung und Verwendung deutschen Edelholzes aus. Besonders bemerkenswert sind die eingelegten Arbeiten, die deutsche Städtebilder wiedergeben. Der dreiteilige dieselelektrische Schnelltriebwagen ist eine Weiterentwicklung des fliegenden Hamburgers. Seine dritte Wagenklasse ist gepolstert. Auf dem Freigelände der Ausstellung war die Entwicklung des Oberbaus dargestellt. Auch sah man die verschiedensten Geräte und Fahrzeuge für die Verlegung und Unterhaltung des Oberbaus. So zum Beispiel einen Gleisbaukran, und einen weichen Transportwagen. Anziehungskraft auf Jung und Alt übte eine getreue Nachbildung des ersten Zuges Deutschlands aus, der Lokomotive Adler mit 5 Personenwagen. Thank you.
Glanzvoll und unvergesslich war der Abschluss der Jubiläumsfeiern am 8. Dezember, der durch die Anwesenheit des Führers und Reichskanzlers eine besondere Weihe erhielt. Mit berechtigtem Stolz kann auch unser braver Bahnschutz dieses Tages gedenken. War es ihm doch zum ersten Male vergönnt, eine Ehrenkompanie zum Empfang des Staatsoberhauptes zu stellen. Der Wintersonne fand dann am Nachmittag auf dem Rangierbahnhof Nürnberg vor 30.000 Zuschauern die Parade der Reichsbahnfahrzeuge vor dem Führer statt. Anfang machen 10 der neuesten, schwersten und schnellsten Einheitsschnellzuglokomotiven, die zu einem Zug zusammengekuppelt vorüberdonnern und dem Beschauer ein eindrucksvolles Bild der gigantischen, von Menschengeist und Menschenhand gebändigten Naturgewalten geben. Mit einer fröhlichen Kinderschar in Biedermeiertracht besetzte erste deutsche Eisenbahnzug der Nürnberg-Fürther Ludwigsbahn. Die Pals, eine der ersten Schnellzuglokomotiven aus dem Jahre 1854, mit dem historischen Salonwagen des Fürsten Bismarck aus dem Jahre 1872. Ist der Gegensatz, den die moderne Stromlinienlokomotive mit ihren 3500 Pferdekräften bietet. Der Stromliniendampfzug, der eine Höchstgeschwindigkeit von 175 Kilometern in der Stunde erreicht und besonders ausgestattete Wagen zweiter und dritter Klasse hat, soll den gesteigerten Verkehrsanforderungen dienen. Die Vertreter der ausländischen Eisenbahnen, die zahlreich erschienen waren, folgten mit lebhafter Teilnahme der Fahrzeugparade. Ein Kraft durch Freudezug mit 400 Volksgenossen in den Trachten aller deutschen Stämme ist ein Sinnbild der Mitarbeiter der deutschen Eisenbahnen an dem nationalsozialistischen Aufbauwerk unseres Führers. Der Rheingoldzug,
dient mit seinen erstklassig eingerichteten Salonwagen dem internationalen Verkehr auf der Rheinstrecke. Allen wohlbekannt ist der fliegende Hamburger, der im Jahre 1933 in den planmäßigen Dienst gestellt, bahnbrechend für den Schnellverkehr war. Seine Weiterentwicklung stellt der dreiteilige dieselelektrische Schnelltriebwagen dar, der auch eine gepolsterte dritte Klasse führt. Der nun folgende zweiteilige Wechselstrom-Schnelltriebwagen führt nur die zweite Klasse und zeichnet sich durch hervorragende Innenausstattung aus. Die schwere Güterzug-Tenderlokomotive ist für kürzere Strecken mit starken Steigungen bestimmt. Sie fährt hier Schotterwagen für Selbstentladung, einen Weichentransportwagen und einen Gleisbaukran. Die nächste Lokomotive ist die schwerste elektrische Lokomotive und mit ihren 6000 Pferdekräften die stärkste Lokomotive der Deutschen Reichsbahn. Der Zug besteht aus Messwagen für Untersuchungen an den Fahrzeugen und für Messungen am Oberbau. Der letzte Wagen ist ein Unterrichtswagen. Es folgt die stärkste elektrische Güterzuglokomotive für Gebirgsstrecken mit 3400 Pferdekräften. Sie befördert 6 Bierwagen. Der Aussichtswagen hat Seitenwände und Dachansatz aus Sicherheitsglas. Er führt nur die dritte Klasse und verkehrt in landschaftlich reizvollen Gegenden. Folgenden Reichsbahnkraftwagen mit stromlinienförmigen Aufbauten und einer Höchstgeschwindigkeit von 110 Kilometern in der Stunde werden für den Personenschnellreisedienst auf den Reichsautobahnen eingesetzt. Den Abschluss der Parade bildeten die Straßenfahrzeuge Bauart Kuhlemeier, die die Aufgabe haben, Eisenbahnwagen über die Straße zu fahren und ungewöhnlich schwere und umfangreiche Lasten zu befördern. Der Papiertrockenzylinder, der hier befördert wird, hat ein Gewicht von 40.000 Kilogramm und einen Durchmesser von 4,65 Metern. Der Brückenträger ist 34 Meter lang. Dieses zweiteilige Schwerlastfahrzeug hat eine Tragfähigkeit von 80 Tonnen. Nach der Parade besichtigte der Führer noch einzelne Fahrzeuge und bekundete damit sein großes Interesse an den Einrichtungen der Deutschen Reichsbahn, die Hauptträgerin des deutschen Verkehrs und das größte Wirtschaftsunternehmen der Welt ist. Und die, wie der Generaldirektor Dr. Dorfmüller ausführte, mit dieser Fahrzeugparade den lebendigen Beweis erbringen wollte, dass es bei ihr vorwärts geht und weiter vorwärts gehen wird, mit Volldampf vorwärts ins zweite Jahrhundert. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde ebenso wie Deutschland die Reichsbahn geteilt. Im Zuge der Gründung der beiden Staaten BRD und DDR wurden 47 Bahnstrecken zwischen Ost- und Westdeutschland stillgelegt. Es entstand im Westen die Deutsche Bundesbahn und im Osten die Deutsche Reichsbahn. Nur die Entwicklung verlief unterschiedlich. Da die Infrastruktur in Ostdeutschland lange Zeit zurückblieb, spielte die Eisenbahn eine wichtige Rolle im Güter- und Personenverkehr. In Westdeutschland hingegen wuchs die Zahl der Autos rasant und die Eisenbahn spielte nur noch eine untergeordnete Rolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es die Bahn in Deutschland sehr schwer. Ein großer Wettbewerber trat hervor, das Auto.
Zudem war die Bahn in einer ungünstigen Situation. Bahnhöfe und Brücken waren zerstört, Loks und Wagen heruntergekommen und das Eisenbahnnetz durch die Teilung des Landes zerstückelt. Doch man begann mit dem Wiederaufbau und der Elektrifizierung. Dampfloks fuhren kaum noch. Leistungsfähige Elektrolokomotiven traten an ihre Stelle. Erst im Wirtschaftswunder der 50er Jahre erholte sich die Eisenbahn etwas. Mit dem neuen Transportmittel Auto konnte die Bahn allerdings nicht Schritt halten. Das Auto ermöglichte es jedem, wann er wollte, dorthin zu fahren, wohin er wollte. Niemals wieder würde die Eisenbahn eine solche Blütezeit erleben wie zum Ende des vorigen Jahrhunderts. Das Auto wurde zum gefürchteten Wettbewerber, nicht nur im Personen-, sondern auch im Güterverkehr. Immer mehr Straßen machten dem Schienennetz der Bahn Konkurrenz. Mit den neuen elektrischen Loks wurde die Bahn jedoch immer schneller. Die Trans-Europ-Züge verbanden in den 60er Jahren europäische Großstädte miteinander. Der Intercity schaffte in den 70er Jahren 160 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit. Die Bahn hatte sich den neuen Zeiten angepasst und überzeugt seit den 80er Jahren durch ihr Argument, eines der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel zu sein. 1984 beförderte die Bahn 2 Milliarden Personen mit Bahn und Bus. Und mit dem ICE wurde ein Hochleistungszug geschaffen, der die Bahn auch in Zukunft nicht in Vergessenheit geraten lässt. So viel zur Geschichte und zu den Fakten der deutschen Eisenbahn. Natürlich war und ist die Eisenbahn mehr als ein bloßes Verkehrsmittel. Sie hat für Rekorde gesorgt und Innovationen geschaffen. Andererseits hat auch jeder von uns seine eigene Geschichte mit der Bahn erlebt. Traurige, rührende, aber auch witzige. Wir haben im Folgenden einiges an Wissenswertem und Kuriosen rund um die Eisenbahn zusammengestellt. Am 24. Mai 1830 eröffnete die Baltimore and Ohio Railroad die erste Eisenbahnstrecke der USA. Spektakulär waren damals auch die Crashtests, mit denen das physikalische Verhalten vor allem der Schienenstränge untersucht werden sollte. Das neue Verkehrsmittel Eisenbahn fand natürlich auch in Hollywood seinen Platz. Unvergessen der Stummfilm Der große Eisenbahnraub. Tatsächlich geschah der berühmte Eisenbahnraub im Jahre 1855. Noch spektakulärer war jedoch der Postzugraub in England im Jahre 1963. Der königliche Postzug von Glasgow nach London wurde durch 2 manipulierte Signale an einer einsamen Stelle zum Stehen gebracht. Der Lokführer Jack Mills, durch einen Schlag auf den Kopf bewusstlos geschlagen und das überraschte Zugpersonal festgesetzt.
Die Bande fuhr mit der Lokomotive und dem Geldwagen weiter und lud an einer Brücke über 2600 Pfund in bereitstehende Fahrzeuge. Das entspricht heute einem Wert von etwa 50 Millionen Euro. Besonders rührig wird in diesem amerikanischen Werbefilm aus den 1950er Jahren die Eisenbahn den Kindern präsentiert. No wonder we're so proud of America. There's such to be proud of. And here's one of the most wonderful things about this vast country of ours. No matter where we want to travel, no mines of raw materials and manufactured goods. Have you ever stopped to think how really important railroads are? Have you ever thought of what it takes for the millions of people in this great country to be able to travel from one end of the land to the other with speed, safety, comfort, and at low cost? Have you ever marveled at the iron ore and coal and hundreds of other raw materials that move continuously to the nation's widespread factories? And how thousands of different finished products are delivered from where they are made to where they are needed in all parts of the country. Have you ever wondered how the foods we eat are always being delivered from the farms to our markets, and how they arrive fresh as the day they were picked? Well, the answers to those questions make up one of the most fascinating and important stories in the history of our country. The story of the American railroads. In order to tell you that story, we're going to visit the railroad yards. We're going into the railroad stations and out along the tracks. In that way, you will get a better idea of what the nation's railroad system is like and the big, important job trains are always doing. Then, the next time you are on a train, or the next time you see a train speeding off into the distance, you'll understand how much we all depend on railroads. How much keep this land of ours the most wonderful and prosperous nation in the world. Here they are, arriving in plenty of time to check their baggage and buy their tickets before their train is scheduled to leave. Pay the taxi driver, Jimmy. And get a check from the Red Cap for each one of your handbags. The next stop is to buy tickets. Now let's see, Jimmy and Carol are going to visit their aunt and uncle at a town about 1,000 miles away. They will be coming back by train, so they will buy round-trip tickets. Buying round-trip tickets, they will be saving money, too. The ticket clerk stamps each ticket with the date on which the ticket is purchased and the date on which the ticket is used. So far, so good. As Carol and Jimmy are going to sleep on the train, they'll have to have sleeping car tickets, too. That's right. You're all set now. Say, you'd better not take too much time paying for your tickets, Jimmy, because here comes your train. Zum Schluss laden wir Sie noch ein zu einem Ausflug zu den bekanntesten und schönsten Zügen und Bahnstrecken der Welt. Wussten Sie, dass die höchste Bahnstrecke der Welt in 5000 Metern Höhe in China liegt? Oder dass die nördlichste 300 Kilometer nördlich des Polarkreises verläuft? Entdecken Sie nun die Eisenbahnen der Welt. Thank you.
Yeah.